Postbotin Andrea Bonar kennt sich hier auf dem Wasser fast besser aus als an Land. Denn in Lede stellt sie die Post per Kahn zu. 2 Stunden dauert ihre Tour täglich. Die Anwohner haben ihre Briefkästen direkt am Fließ. Andrea Bonar ist hier mittlerweile bei allen bekannt. Ein schönes Miteinander. Die Bewohner von Lede wissen das auch zu schätzen, dass ich mit dem Kahn komme. Die Touristen erkennen mich, die Touristen erkennen den Postkahn. Ja, das ist, macht ganz viel Spaß und bringt auch ganz viel Spaß. Von April bis Oktober ist Andrea Bonar auf dem Wasser unterwegs. Das ist in Deutschland einmalig. Im Winter verteilt sie die Post eigentlich mit dem Auto. Ab April ist sie dann aber bei Wind und Wetter nur noch auf dem Kahn. Innerhalb der Saison nochmal aufs Auto umzusteigen, kommt für sie nicht in Frage. Ich fahre die ganze Saison über mit dem Kahn. Vormittags bin ich ja in Lübbenau unterwegs, ganz normal mit dem Auto. Und wenn es regnet, dann habe ich Plane dabei, ich habe regenfeste Kleidung dabei. Ja, und wenn ich bin ja nicht aus Zucker, Pakete und Briefe sind geschützt, alles gut. Natürlich ist der Job auch sehr anstrengend. Ihre größte Auslieferung bisher war eine Hollywood-Schaukel. Besonders trainieren muss sie aber nicht. Nö, im Winter bin ich ja zu Fuß unterwegs, da werden die Beine trainiert und jetzt geht es wieder auf den Kahn, in der Saison dann die Arme. Das hält sich die Waage, guter Ausgleich, nö, trainieren muss ich da nicht. Wäre vielleicht heute Abend ein bisschen Muskelkater haben, aber das ist auszuhalten. Trotzdem sei es für sie ein Traumjob. Sie arbeite da, wo andere Urlaub machen. Da ist nicht nur mal der Muskelkater, sondern vor allem die Sonne inklusive.